Hallo liebe Leute und ein recht herzliches Willkommen zu diesem neuen Video aus dem Phantasialand. Hallo Sarah. Hallo. Sarah ist auch am Start. Wir sind gut eingepackt, denn wie ihr vielleicht schon gesehen habt, schneit es gerade und es ist weiß. Und die Binks sind auch da. Wo sind sie denn? Da. Ach nee, Hallöchen. Moin. Ja, und heute genießen wir den Park im Schnee. Ja, also ich kann euch das nur als Tipp ans Herz legen. Avengers 4 und Force in Woostown sind ja die kapazitätsschwächsten Achterbahnen hier im Park, machen aber sehr viel Spaß. Deswegen ist es ganz cool, da morgens hinzugehen, weil in der Ecke des Parks auch kein Eingang ist. Der Park hat drei Eingänge und hier in der Ecke ist eben gar keiner davon. Dementsprechend ist hier morgens auch relativ wenig los, weil hier sich dann doch relativ wenig Leute hin verirren. Dementsprechend könnt ihr beide Anlagen mitnehmen und wenn ihr danach noch direkt zu Crazy Bats geht, dann könnt ihr damals auch ohne relativ lange Wartezeit fahren. Oder ja. Man nimmt erst noch Black Mamba mit. Das kann man auch, weil die meist ein bisschen früher aufmacht als alles andere. Und dann hier hingehen. Wir waren ja lange nicht mehr hier. Es hat sich ein bisschen was im Park getan. Vielleicht seht ihr schon hinter mir. Das kennt man hier auf dem Kanal noch nicht. Unser letzter Besuch mit Video ist, glaube ich, auch schon gute 2 Jahre her. Ja, wir haben letztes Jahr zum Wintertraum, glaube ich, auch eins gemacht. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich glaube, da sind wir aber nur so ein bisschen durch den Park gerannt und irgendwie hat das nicht so viel Input gehabt. Jetzt sind wir wieder da. Es hat sich, wie gesagt, ein bisschen was getan. Es wurde ein bisschen neue Deko aufgebaut. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Jetzt fangen wir aber mal an, den Tag zu starten und fahren eine Runde Avengers 4 und vielleicht auch Force. Aber ich denke, wir können beide fahren. Ja. Jetzt sind beide Avengers Achterbahn gefahren. Das sind diese hier. Avengers 4 und Force und auch der Titel Travel Tree sind wieder von Corona-Maßnahmen befreit. Ja. Denn man kann sich sowohl bei Avengers 4 und Force wieder aussuchen, mit welcher Bahn man fahren will. Und auch hier sind wieder alle Eingänge offen. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, bei welcher Gondel ihr euch anstellen könnt und euch die kürzeste Schlange quasi aussuchen oder halt auch die längste, wer drauf steht. Ne? Aktuell gar keine Schlange. Es haben sich sehr wenig Leute nach hinten verirrt, wie wir schon geahnt haben. Bei Avengers 4 und Force steht 5 Minuten dran. Ja, bei einer Seite konntet ihr durchgehen, bei der anderen standet ihr so 5 bis 10 Minuten. Das ist die Schattenseite von. Ihr könnt euch aussuchen, mit welcher Anlage ihr fahren wollt, denn meist ist bei der 4 dann doch die längere Schlange, weil irgendwie sich ja umgesprochen hat, dass es die krassere Bahn ist oder so. Keine Ahnung, gerade habe ich gehört, bei der 4 fährt man mehr rückwärts als vorwärts. Kann ich nicht bestätigen, denn die Wagen drehen sich und das frei. Die 4 ist die etwas längere Bahn, deswegen stehen da auch zu Recht mehr Leute. Aber ich finde die Force auch sehr cool mit dem seitlichen VIP-Element. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, probiert es einfach beide mal aus. Sehr schöne Bahn und kommt vielleicht wirklich hier hin, wenn der Park gerade geöffnet hat. So, wir verfolgen unseren Plan wahrscheinlich jetzt gleich weiter und werden mal zu Crazy Bats gehen. Das ist eine VR-Achterbahn und ja, gehen wir mal rein. On-Ride-Videos können wir euch natürlich leider nicht machen. Das ist im Phantasia nicht erlaubt. Macht bei Crazy Bats aber auch nicht so viel Sinn, denn ihr habt ja eine Brille auf und seht dadurch quasi die Welt, durch die ihr fahrt. Befindet sich Crazy Bats, der VR-Coaster, gerade schon angesprochen, ist eine Indoor-Achterbahn, war lange Zeit eine der längsten der Welt. Ist ja auch jetzt immer noch eine der längsten der Welt, aber eben nicht die längste. Crazy Bats, der große Family-Coaster, VR-Family-Coaster. Ja, was soll ich groß sagen? Ihr kriegt Brillen auf, fahrt durch eine virtuelle Welt. Viel davon zeigen kann euch nicht. Versuchen in der Station mal ein bisschen zu filmen, weil ihr seht, wie das aussieht, wenn man so eine Brille auf hat. Klettern oder laufen? Sarah ist fürs Klettern. Das ist ja schon, als hätte man bewusst da diese Streben rausgenommen, damit man da drunter hergehen kann, wa? Ja.
Yes. Sie werden sich erst anziehen, wenn ihr am Zug seid. Dankeschön. Hightech. Mit Mütze gefahren? Nein. Ach so, ich habe mich gerade gefragt. Man setzt sich ja die Brillen auf. Ja, ich denke, so ein paar Eindrücke habt ihr gekriegt. Sehr positiv zu erwähnen ist es auch hier, wieder alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Außer, dass der dritte Zug nicht auf der Bahn ist. Es wurden nur mit zwei gefahren. Ist aber in Ordnung. Es war jetzt keine Wartezeit eigentlich da. Nee. Man kriegt die Brillen schon ausgehändig, bevor man in den Zug einsteigt, hält die dann in der Hand. Sobald man dann sitzt, setzt man sich die Brille auf. Und dann sollte sich das eigentlich automatisch kalibrieren, dass man richtig schaut. Das hat bei uns irgendwie nicht so ganz funktioniert. Deswegen, also hast du auch eine neue Brille nochmal gekriegt? Ja. Wir haben nochmal neue Brillen gekriegt. Dann hat es aber gepasst, weil Sarah hat so ein bisschen geruckelt. Ja, einmal. Auf dem letzten ist das Bild stehen geblieben. Aber sonst ist es halt schon eine Aufwertung der Bahn, meiner Meinung nach. Wenn ihr jetzt hier ohne Brille fahrt, was ihr auch machen könnt, ist es nicht so spannend wie mit Brille. Weil das VR... Ohne Brille auch cool. Ja, ist schon cool. Aber das VR ist schon mit das Beste, was ihr auf einer Achterbahn erleben könnt, hier im Phantasialand. Ja. Wir haben ja mittlerweile schon Julbi in Hamburg ausprobiert. Das ist dagegen dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist viel flüssiger, funktioniert viel besser, aber ja, mein Gott. Wenn ihr euch schon fragt, warum wir denn jetzt ausgerechnet hier hochgegangen sind, wir wollten mal bei der Hollywood-Tour vorbeischauen, die ja schon seit mehreren Jahren geschlossen ist. Und mittlerweile sind Bilder aufgetaucht, wie es im Inneren der Hollywood-Tour aussieht. Gruselig. Ja, es ist mittlerweile eher zu der Geisterbahn geworden. Und wir rechnen nicht mehr, also eigentlich braucht niemand mehr damit rechnen, dass die Hollywood-Tour in ihrer ursprünglichen Form wieder eröffnet wird. Dementsprechend bleibt das wohl erstmal so, wie es ist. Und wir können nur hoffen, dass da bald was Neues reinkommt. Oder man generell irgendwas mit dieser Fläche dann anstellt. Jetzt sind wir free. Unser morgendlicher Plan ist abgearbeitet. Wartezeiten hatten wir so gut wie gar nicht. Ja, wir schauen mal, wo es uns als nächstes hintreibt. Ich hab Hunger. Ja, dann lass uns doch was zu essen kaufen. Was möchtest du denn? Wann gehen wir denn essen? Wir könnten auch gleich schon essen gehen, aber dann würde ich noch so ein halbes Stündchen warten. Ja, okay. Wir wollen nämlich heute ins Uhrwerk. Da steht, da läuft eins. Ein Karussell läuft durch den Schnee. Ja, also wenn ihr dieses Rondell kennt, hier stand früher mal ein Fahrgeschäft. Und wenn ihr eben aufgepasst habt, als wir in den Park reingegangen sind, habt ihr gesehen, dass dieses Fahrgeschäft jetzt woanders steht. Denn das hat man umplatziert. Dadurch ist hier eine Freifläche entstanden, was ich ganz cool finde. Die wird sicherlich früher oder später auch wieder genutzt werden. Ich denke, ein neues Karussell könnte da sicherlich entstehen. Ein Devil Rock? Genau. Man hat hier so ein bisschen was angemalt. Hier der Eingang, der wurde neu angemalt, seitdem wir das letzte Mal uns damit beschäftigt haben. Fröhliche Bienchenjagd wurde auch überholt. Und da vorne, seht ihr das, auf der rechten Seite, da steht jetzt Wolkes Luftpost. Der Name ist gleich geblieben, der Platz hat sich verändert. Finde ich cool, dass er da hingekommen ist, weil es richtig gut dahin passt. Das ist der ehemalige Bedarfseingang der Race for Atlantis, die sieht man auch noch dahinter. Jetzt wurde ja hier damals Rookburg hier oben angekündigt, da war hier dieser große Kasten. Das konnte man sich angucken und man hat schon gesehen, das wurde alles so ein bisschen rund aufgebaut. Jetzt hat man sich dafür entschieden, dieses Fahrgeschäft hier hinzustellen. Und es macht sich echt gut, ne? Man hat hier auch einen Fahrstand noch dafür gebaut, der sehr gut aussieht. Und ja, im Hintergrund halt diese gebogene Wand. Und da oben, da seht ihr noch die letzten Relikte von Race for Atlantis, das ehemalige 4D-Kino-Simulator, was da stand, wo jetzt eben Rookburg ist. Ich habe eine Zeichnung für alle Shooting-Darkrides auf dieser Welt. Das ist so wie Race for Atlantis. Wie heißt das denn eigentlich, dieses Atlantis-Ding da im Europapark? Ja, das aber heißt, keine Ahnung, Journey to Atlantis ja, oder so? Ja, irgendwie so, aber ich habe dann immer Race for Atlantis im Kopf und deswegen sagst du das immer.
Wir haben Fly geschafft. Eine halbe Stunde war angeschlagen. Ich sag mal, 45 Minuten waren es jetzt ungefähr. War in Ordnung. Sandra fand die Fahrt unangenehm heute. Ja, zum ersten Mal hat der Bügel irgendwie gedrückt auf meinen Knochen. Er hat auch sehr früh den Gurt festgezogen, der oben über die Schulter geht. Normal hatte man da immer ein bisschen mehr Zeit, sich so ein bisschen zu positionieren. Aber die Abfertigung war auch relativ gut heute, muss ich sagen. Ja. Dann haben wir jetzt Hunger, oder? Ja. Da ist das Uhrwerk. Haben wir ja schon gesagt, dass wir da heute rein wollen. Ein Zweiertisch zu kriegen sollte ja machbar sein. Dann schauen wir mal. Burger gibt es da, unter anderem. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker und sehr, sehr deftig. Aber ja, das nehmen wir uns heute mal wieder vor. Bereit? Ja. Gut. Nicht am Fenster. Das Fenster befindet sich da. Oder da. Wir sitzen genau dazwischen. Sarah hat noch nie so einen richtigen Fensterplatz gehabt. Immer in der Mitte. Das ist schon traurig. Jetzt kommt auf jeden Fall schon mal das Besteck. Und gleich kommt Pommes. Zweimal mit Burger. Also das ist voll lustig. Wenn du Burger bestellst, gibt es Pommes dabei. Wenn du Pommes bestellst, gibt es Burger dabei. Das ist aber auch sportlich, dass hier alles auf den Tisch steht. Ja, das geht schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Essen hat recht lang gebraucht. Aber es ist jetzt da und dann freut man sich. Ja. In der GoPro ist es halt schwer, das geil darzustellen, aber es sieht schon ziemlich geil aus. Also das hier, das ist jetzt, wir haben jetzt die Pommes bestellt. Das heißt, das ist quasi der Hauptgang und das ist die Beilage. Und die könnt ihr euch hier mit dem Zeug, was ihr auch noch kriegt, selber belegen. Und dann gönnt ihr euch. Ja. So, guten. Guten. Weiß nicht, heute finde ich Hochgut, sieht optisch total gut aus, weil ihr seht das. Ein ganz leichter Nebel in der Luft liegt hier. Mit dem Schnee auf der Schiene und sowas, das hat irgendwie was. Wenn ihr mehr zu Fly erfahren wollt, dann schaut doch mal hier oben in das Video rein. Da waren wir damals bei der Eröffnung dieser Achterbahn mit am Start, beziehungsweise am Eröffnungswochenende. Und haben das Ganze mal getestet, ausgiebig. Das Video geht, glaube ich, fast eine Stunde lang und haben wir ausgiebig nur über diesen Themenbereich hier und über die neu eröffnete Achterbahn Fly geredet. Das ist ja ein Flying Coaster. Das heißt, ihr fahrt im Liegen. Das ist einzigartig in Deutschland und findet ihr so hier kein zweites Mal. Vor allem, weil das Ganze auch noch abgeschossen wird. Sehr schönes Ding auf jeden Fall geworden. Wir werden den Bereich jetzt gleich wieder verlassen und ja, mal gucken. Colorado Adventure oder Black Mamba sind ja auch noch da. Die kann man sicherlich auch mal mitnehmen. Es war sehr ein knoblauchhaltiges Menü im Uhrwerk und mit diesen tollen Tütchen verlassen wir jetzt Hochburg und gehen nach Berlin und dann ja,
Sehen wir uns mal um hier. Wo sind die denn? Ja, ich hab hier dann. Wir haben uns jetzt nach Afrika verirrt, beziehungsweise Deep in Africa ist ja der Themenbereich hier im Phantasialand. Hier steht die Black Mamba eingeschneit, ist natürlich super bei Afrika. Auch hier im Hintergrund, wie in Rookburg, ein Hotel. Das existiert hier schon ein bisschen länger, ist ein sehr schönes Hotel. Matamba nennt sich das Ganze. Und ja, da wo ich jetzt schon draufhalte, gibt es eine neue Attraktion. Seit 2022 ist also in der Zeit entstanden, wo wir nicht hier waren quasi. Der Adventure Trail wurde hier aufgebaut. Das ist so eine Art, ja, Funhouse kann man es nicht nennen, aber es ist wie so ein Funhouse aufgebaut. Du hast halt das ganze Outdoor habt und über so Stock und Stein drüber müsst. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Die Schlange ist ein bisschen länger. Ich schätze, dass wir schon so 15, 20 Minuten noch warten müssen. Das ist jetzt hier der Wartebereich. Hier rechts geht das Ganze rein, also da, wo das der Durchgang zum Black Mamba Looping ist. Da ist eben jetzt diese Attraktion. Die führt hier einmal durch das Infield von der Black Mamba. Und da habt ihr dann natürlich auch extrem coole Ansichten von der Bahn. So, wir gehen da jetzt mal rein. Und ihr kriegt ein paar Aufnahmen von da drin natürlich auch zu sehen. Spinnenangriff. Guck mal hier. Kommt halt nix. Hier reinfällt, dann das ist eine kleine Mutprobe, irgendwie da drüber zu gehen. Alter, da vorne, da bist du aber auch geflutet, wa? Im Sommer stelle ich mir das ziemlich nice vor. Tschüss! Eieiei! Ei, ei. Ja. Mit einer Hand ja noch schwieriger. Eieiei! Ei, ei. Shit. Ja. Ah. Ah. Tschüss! Wir müssen das rutschen, oder? Und los! Hi! Die Rutsche ist der Ausgang. Ja. Wir waren jetzt lang da drin. Es war ein bisschen blöd, weil es werden halt viele Leute reingesetzt. Man lässt halt schon extra immer Pause, so 2-3 Minuten. Und du hast halt immer irgendwelche Leute, die so langsam sind, dass da der Megastau entsteht. Und an jeder Stelle, die ein bisschen, naja, nicht ein normaler Weg war eigentlich, staut es sich, weil irgendwer halt Angst hat, irgendwo hochzuklettern oder so. Oder zu klein dafür ist oder sonst was. Ja. Ja. Also, glaube ich, auch keine Altersbegrenzung, ne? Ich habe keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kleine Kinder auch da drin. An sich ist das echt cool. Ein bisschen was war abgesperrt, weil es halt zu glatt ist.
aktuell, aber es staut sich schon sehr massiv. Man steht mehr, als man da durchgeht irgendwie. Aber selbst wenn du da jetzt 10 Minuten wartest, du hast immer irgendwelche Leute, die langsam sind und vor dir sind. Deswegen, ja, an sich ganz cool. Ist halt krass, wie die das hier reingebaut haben. Hier in diesem Felsen ist ein riesen Raum drin auch noch. Ja, mega. Hätte man nie gedacht. Und hier oben geht dann eben diese Rutsche raus, die man da am Ende hat. Und das ist Kroka. Hallo Kroka. Und wir klatschen. Tschüss! Und jetzt kommt dieser seltene Moment, wo der Black Mamba Soundtrack hier im Bereich läuft. Ja, das ist echt selten. Die haben ja normalerweise so eine afrikanisch anmutende Playlist und ab und zu kommt wirklich dieses Lied. Das ist ja der offizielle Soundtrack von der Black Mamba. Sehr cool. Und ja. Wir gehen jetzt aber mal weiter. Black Mamba sparen wir uns vielleicht für heute Abend auf. Im Dunkeln, denn hier im Winter kann man natürlich auch Achterbahn im Dunkeln fahren. Unsere nächste Station wird jetzt Colorado Adventure. Auch wenn die Bahn voll ist, steht man da eigentlich nie recht lang an, weil es ist halt ein super Kapazitätsmonster und frisst quasi die Leute nur so weg. Wir werden das jetzt fahren und wir haben ja auch noch vor, eine Show zu gucken. Mhm. Der goldene Faden, den wollen wir gucken. Wir waren nämlich letztes Mal, es gibt eine neue Show. Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir nicht die gucken. Spectaculum Fantastère. Wir waren vor kurzer Zeit schon einmal hier, aber ganz privat, ohne Kameras, ohne alles. Und haben diese Show geguckt und haben sie für nicht so spannend befunden. Dementsprechend müssen wir uns die natürlich auch nicht nochmal angucken. Der goldene Faden ist eigentlich ganz nett. Ich mag auch den Saal vom Wintergarten ganz gerne. Da ist auf jeden Fall ein bisschen schöner, um diese Art der Show zu gucken. Ich finde das Silverado Theater für die Art Show, die da drin aktuell gezeigt wird, einfach nicht gemacht, weil das sehr viel mit der Perspektive spielt. Und wenn du da nicht ansatzweise in der Mitte sitzt, sondern nicht nur ein bisschen aus der Mitte raus sitzt, dann kannst du das eigentlich schon knicken. Ja. So, die Schlange von Colorado Adventure beginnt hier. Ist leider nicht mehr separat abgesperrt, aber mein Gott, ab da vorne, wenn wir drin sind, maximal 15 Minuten oder so. Ich bin enttäuscht von Colorado Adventures Kapazität. Da geht viel, viel mehr. In München, die U-Bahn, die fährt öfter als hier. Wir warten jetzt schon seit gut 40 Minuten hier. Das ist lange. Gefühlt sind nur 2 Züge auf dem Track. Dreck. Es ist auch rappelvoll, da hinten ist irgendwie, weiß ich, der Zugang zur letzten Reihe gesperrt, aber der Wagen ist eigentlich auf. Deswegen staut sich das alles sehr. Boah, jetzt sind wir schon wieder in Berlin. Colorado haben wir jetzt hinter uns. War nicht so geil gelöst. Abfertigung war wirklich... 2 Züge waren es, ich habe es gesehen, offiziell. Das ist für Colorado schon extrem wenig. Der Eingang ist übrigens hier in Berlin auch neu. Beziehungsweise es ist ja kein Eingang, es ist ein neuer Treppengang. Für uns natürlich. Ne? So neu ist der nicht mehr, aber für unsere Verhältnisse schon. Hier kommt wahrscheinlich bald noch mal ein neues Restaurant rein. Hier war ja früher auch eins drin. Und jetzt kann man hier halt so hoch gehen. Sarah ist enttäuscht, dass wir nicht den goldenen Faden gucken können. Obwohl wir noch 10 Minuten vor Showbeginn da waren. Aber das ist schon viel zu spät, denn es sind nur noch vereinzelte Randplätze, wenn ich den Einlass einmal zitieren darf, verfügbar. Wir haben uns jetzt überlegt, wir gehen jetzt mal Talokan fahren.
hat wieder geballert, aber auch hier irgendwie wieder eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist oder nur weil wir da sind. Nein, keine Ahnung. Normalerweise war es immer so, wenn du angestanden hast, dann wurde als erstes die Vorderseite der Gondel beladen, dann die Rückseite der Gondel. Jetzt war es andersrum. Also als erstes die Rückseite, dann die Vorderseite, weil wir hatten uns in der Schlange schon gefreut, weil wir fast vorne am Bändchen standen. Können wir nach vorne, weil wir mögen es vorne ein bisschen lieber. Aber nein, wir haben hinten angefangen. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir gehen jetzt mal oben zur Aussichtskuppel von Talukan. Und dann kriegt ihr da auch noch ein paar Einblicke. Vielleicht drehe ich auch noch eine Offride eben. Jedes Jahr ein Talukan Offride. Sarah hat übrigens eine neue Kamera, mit der sie Fotos machen kann. Ich blende euch ihr Instagram mal ein, dann könnt ihr da auch mal folgen, euch die Bilder anzugucken. Und sie muss aber noch ein bisschen gucken, wie sie da am besten gute Ziele erreichen kann. So, genug gelabert. Jetzt wird wieder ein bisschen Spaß gekriegt. Wir haben jetzt hier diese Lichterzeremonie in Berlin geguckt. Das heißt, hier ist jetzt das Licht angegangen. Ja, das ist übrigens das ehemalige Lied der Magic Rose Show. Spirit of Light gibt's nicht mehr. Genauso wie das dazugehörige Feuerwerk, das es nicht mehr gibt. Wurde alles abgeschafft. Dementsprechend hat man aber neue Mapping-Shows und Lichtershows hinzugefügt. Es gibt in Rockburg im Winter jetzt eine neue Lichtershow. Es gibt auf Mystery Castle eine neue Mapping-Show. Und auch Tiempo de Fuego ist nach der Corona-Pause wieder zurück und wird auf Chiapas projiziert. Ja, dazu kommt noch das übliche Showprogramm in den Theatern. Und ihr habt eine tolle Zeit hier im Phantasialand. Wenn ihr das Ganze gucken, müsst ihr euch aber auch noch nach Weihnachten und im neuen Jahr darauf einstellen, dass ihr mit Weihnachten zubombardiert werdet so ein bisschen. Aber ja, ist wie es ist, ne? Ja, oder ihr geht halt einfach im Dezember hin. So kann man es auch machen. Dann ist diese Weihnachtsstimmung ja richtig cool. Mittlerweile in China angekommen und hier gibt es zum Beispiel auch eine Übersicht über die ganzen Lichtveranstaltungen. Jetzt sind sie weg, aber sie waren gerade da. Das heißt, es gibt verschiedene Shows, die hier eben neu gemacht wurden. Und eine davon zum Beispiel auch auf Mystery Castle, die haben wir gerade von Weitem schon gesehen, schauen wir uns jetzt gleich näher an. Und es gibt auch in Berlin nicht nur die Zeremonie, dass die Lichter angehen, sondern es gibt auch jetzt zwischendurch, jetzt wo es so dunkel ist, ich glaube 3 Shows diesen Abend über, wo eben dann nochmal die Lichter ja, so eine Show machen
und so weiter. Hier steht es nochmal. Water, Music and Light. Das heißt, das ganze 1745, 1850, 1845. Da wird dann auch mit dem Wasser im Wellenflug ein bisschen was gearbeitet und so weiter. Good Night Glow ist auch nochmal so eine abendliche Show, die dann da auf dem Kaiserplatz läuft. Ja, Ersatz fürs Feuerwerk, mehr oder weniger, was es früher gab. Magic Winter Castle eben. Mystery Castle, das ganze Pulse of Rookburg, die angesprochene Lichtshow in Rookburg. Und um 17.25 Uhr, das haben wir gerade geguckt, Kaiserplatz Illuminations, das ist die Show, ja, wo das Licht angegangen ist. Jetzt sind wir gerade schon mal in der Ecke hier, das ist schön, es ist wunderschön beleuchtet in Chinatown. Ist ja schon immer so gewesen, es gab ja früher den Eisdrachen, der immer Feuer gespuckt hat. Und den hat man irgendwann ersetzt durch diese Drachen, die sich da durch die Türme schlängeln. Das ist auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Wir werden jetzt aber mal Mystery Castle fahren und stellen uns dann dementsprechend jetzt mal da an. 10 Minuten, das trifft sich gut. Dunkel, aber wir sind gerade River Quest gefahren. Nicht River Quest. Mystery Castle. Ach, man kommt hier gar nicht drauf, weil da liegt Schnee drauf. Da braucht man schon so eine Plattform hier, wo man sich diese Mapping Show angucken kann. Dann kann man sie nicht nutzen. Wie blöd. Naja, war gut, oder? Wir mussten zwar getrennt fahren, weil noch 2 Plätze frei waren. Ja. Aber Leben ist hart. Hier kann man trotzdem gucken. Ja, kann man. Aber da oben drauf fährt noch cooler. Es ist sehr dunkel. Ihr müsst jetzt damit leben, dass das Ganze ein Hörspiel wird, wenn ihr uns reden hört. Aber ist halt so. Wir sind jetzt auch im dunkelsten Bereich des Parks. Klugheim bzw. Mystery. Da ist das gewollt, dass nicht so viel Licht ist. Ja, bei Mystery Castle war meine Gondel diesmal die am längsten oben war. Alter, das war so richtig komisch. Das hatte ich auch noch nie. Wir haben das lange Fahrprogramm. Und da wisst ihr sicherlich, ist es so, dass die Gondel einmal zur Hälfte fährt, dann langsam wieder runterkommt, dann kommt so eine Durchsage, beziehungsweise kommt die schon beim Runterfahren und dann geht es nochmal hoch. Aber es muss immer gewartet werden, bis alle Gondeln unten sind. Und dann kommt diese Durchsage, meine Gondel steht unten, alle anderen Gondeln stehen auch unten. Sarahs Gondel noch so auf der Hälfte. Das ging so langsam runter. Die Durchsage war vorbei, da kommt immer so eine bisschen spannungsaufbauende Musik. Und irgendwann ging die aus. Und dann war aber in dem Moment die Gondel unten und dann konnte er nochmal losfahren. Und dann ging die Musik wieder an und dann war wieder Ramazamba da drin. Und es ging nach ganz oben, aber war schon witzig irgendwie. Ja. Und jetzt warten wir hier, das seht ihr schlecht durch die GoPro, aber da ist Mystery Castle und da findet gleich die Mapping Show statt. Beziehungsweise zwischen den einzelnen Shows ja, läuft da halt so, ein, so auf Dauerschleife so ein ja, Gekrissel irgendwie ab.
habe jetzt mal diese Mapping-Show geguckt, die war echt gut. Geht jetzt ziemlich genau 5 Minuten. Ging sehr ruckartig an. Das Finale hätte ich mir jetzt irgendwie krasser vorgestellt. Das war jetzt dann, da kam halt das Maskottchen vom Mystery-Bereich, das ist Schneck, der Drache, der mit seinen Laseraugen quasi die ganze Mystery-Castle-Burg zerstört hat. Verstehe ich nicht, weil er wohnt da. Nee, da war Eis drumherum. Was war und da? Er hat das Eis weggemacht, ja, stimmt. Und ist dann selber eingefroren worden. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ihr Schneck treffen wollt, den findet ihr im Ausgang vom Mystery Castle. Wenn er denn gerade von seinem Bodybuilder, von seinem, wie heißen die? Bodyguard. Von seinem Bodyguard begleitet wird. Sonst sehr cool. Ich fand den Anfang ein bisschen cooler als das Ende. Ihr seht die Fülle der Menschen hier. Ich habe mich damals ja schon beschwert. Ich habe damals gesagt, der Park wird langsam, oder der Park ist zu klein für die Menschenmassen, die hier mittlerweile durch den Park gehen. Und da habe ich mich schon gewünscht, dass der Park ein bisschen was unternimmt dagegen. Und mittlerweile ist das passiert. Die Jahreskarten wurden abgeschafft. Ich war ja selbst Jahreskartenbesitzer. Und obwohl ich gerne wieder eine gehabt hätte, finde ich es nicht so schlimm, dass es sie nicht mehr gibt. Denn es ist eine der wenigen Möglichkeiten des Parks gewesen, Leute wegzuhalten. Die Experience, die ist einfach so den Bach runtergegangen, weil immer mehr Leute in diesen viel zu kleinen Park kamen, dass es einfach viel zu voll wurde. Und du merkst es auch heute wieder. Es ist definitiv nicht so schlimm wie damals, aber du merkst es. Ich habe es im Winter noch nie so voll hier erlebt. Nee, ne? Das ist krass. Das es ist schon nimmt echt voll. Auch sehr die Atmosphäre, die hier eigentlich im Winter herrscht, weil überall Menschen stehen, die den Park auch augenscheinlich zum ersten Mal besuchen. Ja. Die rennen hier alle mit Parkplänen rum. Man hat auch den Eintrittspreis, glaube ich, angehoben letzte Saison. Dementsprechend auch den Wintertraumpreis angehoben. Aber es gab halt diese Aktion. Und wenn ihr dann Tickets wie wir jetzt hier für, weiß ich nicht, 20, 25 Euro in den Dreh bekommt, dann ist das natürlich eine super Einladung für alle Leute und ja. Also ich finde es gut, dass es solche Aktionen gibt. Wir haben ja auch davon profitiert. Richtig. Aber vielleicht ist die Preissenkung auch doch zu drastisch, weil der Park ist halt auch einfach zu voll, ne? Aber naja, wir fahren jetzt hier Black Mamba. Ich will mich nicht beschweren, der Park hat wenigstens was dagegen getan. Aber der Park ist halt auch saubeliebt und dass er keinen Platz hat, da kann er auch nichts für. Also mein Gott, das ist halt jetzt einfach so. Irgendwie muss man damit leben. Und was willst du da großartig machen? Klar, es gibt dann Leute, die sagen, ja, da muss man die Besucherzahlen beschränken. Ja, aber ihr wollt auch kein Geld verdienen, oder wie ist das? Man will sich hier weiter, man hat laufende Kosten. Irgendwie muss das Ganze halt bezahlt werden. Und naja, mal gucken, was uns hier die nächsten Jahre so erwartet. Im Phantasialand ist das ja wirklich immer sehr spannend. Und ich finde, wie gesagt, die Abschaffung der Jahreskarte, viele meckern drüber, wie man sowas denn machen kann. Ich finde es tatsächlich völlig in Ordnung, wenn nicht sogar gut. Denn so schafft man es in den Park wieder so ein bisschen Qualität reinzubringen, dass er halt einfach nicht zu überlaufen ist. Ganz was cool wäre, wenn es vielleicht so eine Art Zehnerkarte oder so gäbe. Ja, gab es ja für Kinder früher auch. Für Leute, die halt öfter kommen möchten, dann kannst du da was einsparen. Ja. Hast quasi so eine Art Jahreskarte, die halt begrenzt ist, aber kannst halt trotzdem vielleicht dann 10-mal spontan schauen, ob du hinfährst oder nicht. Wie gesagt. Cool, wenn es so eine Ermäßigung gibt für Leute, die wirklich regelmäßig hierher kommen und ja, in definitiv. Den letzten Jahren hier auch eine Menge Geld in die Restaurants gepumpt haben. Das ist ja das, worüber sich alle aufgeregt haben, dass man halt den Fans so ein bisschen, ja, ich sag mal, den Stinkefinger zeigt, was halt definitiv nicht gewollt ist, 100% nicht, aber der Park hat halt einfach eine relativ spezielle Situation, den sonst sehr wenige Parks in Deutschland oder Europa haben. So, wir fahren jetzt Black Mamba. Black Mamba hat sich jetzt richtig gelohnt. Also wir haben statt 40 nur 20 Minuten gewartet und die war richtig flott, schnell und kräftig unterwegs. Also es war richtig gut. Sie sind ja durchgeballert durch die Strecke und noch zwei Züge. Ja, zwei Züge drauf. Eine richtig geile Fahrt. Also warm gefahren, dann im Dunkeln noch. Das Ding peitscht dich da durch das Layout. Das macht schon echt Bock. Sarah sagte auch schon, es müssen nicht immer diese Rieseninverter wie in Amerika sein, wa? Also ich finde zum Beispiel Black Mamba oder auch die beiden Nemesis in Klammern Inferno in England sind schon intensiver und ballern dich da mehr über den Track als die großen Riesendinger. Die großen haben halt immer ihre
Elemente aneinandergereiht, diese Standardelemente, sind dann natürlich auch entsprechend groß ausgelegt, fahren vielleicht auch schneller. Ja, klar. Aber dafür haben die kleinen Inverter alle viel engere Kurven und dadurch... Das finde ich irgendwie viel krasser und flasht mich dann irgendwie auch mehr, als wenn das Ding ja in, keine Ahnung, 40 Meter Höhe ist. Ja, und auch so, weil also in so einer Wüste drin steht am besten noch. Ist halt cool, wenn das jetzt hier so eingebettet ist und du quasi nicht siehst, wo es hinter der nächsten Ecke so hingeht. Ne? Ja, so Monster im Valigator ist geil. Aber Nemesis fand ich beide besser. Wo gehen wir hin? Ich mache hier noch eben Fotos. Ja, mach das und dann suchen wir was. Wir wollen auf jeden Fall noch eine Nachtfahrt bei Taron machen. Taron sind wir gefahren. Nice Fahrt auf jeden Fall. Es ist schon geil, wenn unten dieser Lounge-Tunnel vom zweiten Lounge komplett in Nebel eingehüllt ist. Und das Ganze wird durch die Züge hier in diese Ecke reingeschoben. Ach, ihr seht das jetzt alles nicht. Aber hinterm zweiten Lounge ist so eine Ecke, so eine Wand, so eine riesengroße. Und da wurde der ganze Nebel quasi reingeschoben. Das ist total witzig, weil ihr dann nach dem Lounge in so eine Nebelwand fahrt. Ihr wisst gar nicht mehr, wo ihr seid. Fahrt nach oben. Und kommt oben aus dem Nebel raus und seht so alles von oben. Das ist halt richtig cool irgendwie. Mich hat aber die Black Mamba tatsächlich ein bisschen mehr geflasht jetzt im Dunkeln. Ja, weiß die nicht, war bei dir sehr, ist. Sehr flott unterwegs. Das hat schon ziemlich reingekickt. Aber Taron im Dunkeln ist auch mega. Vor allem, wenn es so kalt ist und... Ja, es ist irgendwie eine geile Atmosphäre einfach. Und dann ist auch noch jetzt hier Schnee auf diesen Felsen überall. Das sieht schon echt cool aus. Und jetzt haben wir gerade noch so viel Zeit, dass wir noch Tiempo de Fuego gucken können. Das machen wir jetzt auch. Das ist die Mapping-Show bei Chiapas. Ihr kriegt ein paar Eindrücke, denn ab diesem Jahr darf man die sogar wieder filmen. Beziehungsweise nicht wieder, sondern das erste Mal. Danach machen wir uns auf zum Ausgang, weil ja, der Tag ist dann auch schon vorbei. Tiempo de Fuego. Thank you.
Campo de Fuego haben wir auch noch geguckt. Ja, man kennt die Show halt mittlerweile. Ich finde halt den Feuerpart am Ende echt gut. Auch der Mapping-Teil ist sehr gut, aber relativ langwierig. Ich finde gerade der Anfangsteil von der Show, der zieht sich extrem. Da kommt es irgendwie nicht zum Punkt. Das baut sich so ganz, ganz, ganz langsam alles auf. Könnte ein bisschen schneller gehen. Nachher, wo dann dieser Party-Teil kommt, wo auch die Chiapas-Melodie und so läuft, da wird es zwar richtig cool, dann kommt ja auch schon der Feuerteil. Aber ich finde, der Anfangspart, der zieht sich bei Tiempo de Fuego so ein bisschen. Aber an sich eine sehr schöne Show, wurde auch sehr gut angenommen. Damit beenden wir unseren Tag hier im Phantasialand heute. Wir sind jetzt wieder im chinesischen Themenbereich, weil hier quasi auch der Eingang ist, wo wir heute Morgen reingekommen sind. Und ja, das sieht schon verdammt cool aus, im Schnee auch. Wintertraum kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Ich finde irgendwie auch irgendeine besondere Jahreszeit im Phantasialand. Ich weiß gar nicht, ob ich es besser finde oder schlechter als den Sommer. Man kriegt auf jeden Fall eine Menge geboten. Feuerwerk gibt es leider nicht mehr, aber kann man drüber hinwegsehen, würde ich sagen. Ja, ich mag den Wintertraum. Feuerwerk mit der alten Musik damals auch noch richtig cool fand. Ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir haben natürlich nicht alles geschafft, weil es halt auch ein bisschen voller war, aber wir auch nicht irgendwie das Bedürfnis hatten, jetzt hier überall durchzuhasseln. Wir hätten sicherlich noch ein bisschen mehr fahren können, aber die großen Sachen sind wir alle gefahren. Genau, das ist halt einer der Parks, die bei uns in der Nähe liegen und wo wir halt auch den größten Teil schon kennen und deshalb nicht immer alles fahren müssen und uns gerne auch mal irgendwo reinsetzen und was essen. Dementsprechend sagen wir goodbye, bis zum nächsten Mal, bis im nächsten Video und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss.